Markus Maria Profitlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Bernhard Welker und Elmar Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo! Und zusammen! Und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns sehen Sie die witzigsten Bilder der Woche und Sie bekommen die Antworten auf die brennendsten Fragen der letzten Tage. Zum Beispiel, wann findet Finanzminister Eichel endlich seinen Kaugummi wieder? Warum ruft Aldi den mexikanischen Feuertopf zurück? Und wie werden eigentlich Fußbälle aufgebaut? Diese und andere weltbewegende Fragen, meine Damen und Herren, werden heute beantwortet von Markus Maria Profitlich. Und in seinem Kernschatzen sitzt der Mann, der selbst beim Limbo-Tanz nicht in die Knie geht, Bernhard Hoeker. Und gegenüber Mirko Nonchef. Und er wird heute wieder sexuell am Arbeitsplatz belästigt von Emma Hörig. Freitag, meine Damen und Herren, startete endlich wieder die Fußball-Bundesliga-Saison. Der erste Spieltag ist übrigens der einzige, an dem selbst für Arminia Bielefeld noch alles drin ist. Aber die nächste Saison könnte trotz sagenhafter Misserfolge der deutschen Nationalmannschaft in Amerika äußerst spannend werden. Die Vereine haben Millionen ausgegeben, um neue Stars einzukaufen, sogar aus Afrika. Oh, das ist doch hier der neue Stürmer von Fortuna Rüsseldorf. Aber übrigens, der Matthäus, der wechselt doch auch jetzt von München nach New York und der kriegt da schlappe 4 Millionen für, glaube ich, nicht? Ja, aber da muss man Relation sehen. Guck mal, der muss ja auch 20 Millionen Transfersumme zahlen von Lolita zu Maren Müller-Wohlfahrt. Das ist die Tochter von Doc Wohlfahrt, der den Basler immer gesund spritzt, ja? Und 20 Millionen ist eine Menge Geld, ja, von einer Frau zur anderen. Man kann also sagen, ohne Dalotta Matthäus, ja, muss in Zukunft immer für die Wohlfahrt pimpern. Ja, was? Ich finde das auf jeden Fall sehr beruhigend, dass die Bundesliga-Saison endlich wieder losgeht. Dann haben die Spieler keine Zeit mehr, uns im Ausland zu blamieren, nicht? Das ist richtig. Ja, das stimmt schon. Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum der erste FC Köln, ja, obwohl der jetzt in der zweiten Liga spielt, warum heißt der immer noch erster FC Köln und nicht irgendwie zweiter FC Köln? Oder, ich meine, ist doch klar. Also, ja. Punktabzug wegen grober Dummheit. Ja. Aber das ist Logik. Ja gut, und man kann auch den Verein nicht jedes Jahr umbenennen. Was machen Sie, wenn Sie nächstes Jahr in der Regionalliga spielen? Dritter FC Köln? Also die Erter FC. Meine Damen und Herren, Erter FC Köln. Da wir gerade bei Punkten sind, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir geben dem Team, das sich mit Fußball so hervorragend auskennt, Gelegenheit, diesen Punkt wieder zurückzuholen. Markus, okay. Wenn du uns und deinem Teamkollegen das Punktesystem der Bundesliga kurz mal erklären könntest. Ja, also ist eigentlich ganz einfach. Also der Ball, der ist also rund und der hat so schwarze Punkte. Punkte hat er, schwarze Punkte. Und damit man den im Nebel eigentlich besser sieht. Und das war es eigentlich auch schon. Vielen Dank für diesen misslungenen Versuch, Markus Maria Profitlich. Die ausführliche Erklärung der Bundesliga-Ring ist doch ganz einfach. Ja, das System ist einfach, pro Spiel gibt es Punkte und wer am Schluss die meisten hat, der ist Sieger nach Punkten. Genau wie bei Vollwitzig. Genau. Das ist richtig, Elmar, denn bei uns geht es auch das um Punkte. Das habe ich doch gesagt. Und zum Beispiel in den Filmen der Woche. Markus und Bernhard, was sehen wir im folgenden Beitrag? Die Bundeswehr setzt jetzt auch Frauen zu Minenräumen ein. Wir haben uns ja alle gewundert, wo sie geblieben sind.
Pamela Anderson ließ sich ihre Brüste am Strand wegschleifen. Ich finde, man sieht es ja eindeutig, ne? Fast wäre die Landung in der Normandie doch noch gescheitert, aber... Oder immer mehr Urlauber werden von Mallorca abgeschoben. Die Wahrheit, ihr Lieben, die sich hinter diesem Film versteckt, danke, ist danke. Tragisch. Nach 10 Jahren Lindenstraße kriecht Mutter Beimer auf dem Zahnfleisch. Oder wenn euch das lieber ist, Vera macht Mittag. Also, Mirko und Elmar, jetzt seid ihr dran. Ah, war der Beste. Yeah. Euer Film. Unser Film. Was ist das denn? Wer ist denn da? Also ich würde sagen, immer mehr Ringer lernen Mathe. Ja, nee, ich glaube, es ist was anderes. Nee. Erst als er auf der Matte war, man deutlich eine Latte sah. Oder mehrere Kosmonauten nach Rückkehr von Erdanziehungskraft überrascht. Nee. Warum? Das ist der erste Ossi-Swinger-Club, war das. So ist das. Guck mal, guck hin. Ne? Oder vielleicht Patix besitzt neues Testgelände. Was geht, ja? Oder ist eine neue Krankheit aus England? Ringerwahnsinn. Die sind ja sowieso alle Ballerballer. Ja! Das sind natürlich Erklärungsversuche. Was wir gerade gesehen haben, meine Damen und Herren, war etwas ganz Tolles. Das war die Laienspielgruppe Lemgo mit einer beeindruckenden Darstellung des Kamener Kreuzes. Wie wäre es hier? Glück. Es fällt immer sehr schwer, in dieser ersten Runde Punkte zu vergeben. 5 Punkte habe ich zu vergeben in dieser Runde, bis auf die Runden, in denen es andere Punktzahlen gibt. Aber hier gibt es 5 Punkte. Ich denke, Elmar, der so wunderbar gereimt hat, hat sich einen kleinen Vorteil verschafft mit seinem Team. Ich gebe 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch in dieser ersten Runde. Viele haben darauf gewartet und am kommenden Donnerstag ist es endlich soweit. Der neue Film Star Wars Episode 1 kommt in unsere Kinos. In unserem Pantomimenspiel, meine Damen und Herren, geht es heute natürlich um Science Fiction. Das ist doch ganz klar. Science Fiction Filme. Ihr habt 15 Sekunden Zeit, jeweils 3 Filmtitel pantomimisch darzustellen. Für jeden erratenen Begriff gibt es einen Punkt. Markus beginnt und meine Damen und Herren, was Sie jetzt unten eingeblendet sehen können, das kann Markus natürlich auch sehen, aber Bernhard kann es nicht sehen. Und hier ist der erste Titel für dich, Science-Fiction-Filme, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Ja. Ja, King Kong, Tonga. Das macht das schweigende Werfenplanet. Yeah! Das ist richtig. Der Planet Affen, Charlton Heston mit einer Glanzrolle, meine Damen und Herren. Und hier kommt unser 2. Science-Fiction-Film. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Liegen! Nein! 5 werden erschossen! Film Alien. Sigourney Weaver in der Hauptrolle. Und hier ein Klassiker, meine Damen und Herren, der Science-Fiction-Literatur. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Okay. Viereckig Fernsehen. Laufen, joggen, schlackern. Alien. Ein deutscher Science-Fiction-Film. Ein deutscher Orion 4, 5. Ah, ich hab's gleich. Das mit den Fäden. Die Wasser- und Pumpkiste mit. Ome fliegt ins All. Ome aus dem All, ja, Mann. Aber es war nah dran. Er war nah dran. Ganz nah dran. Oh, Mann. Ja. Ich finde auch, er war super nah dran. Aber leider hat er es nicht erraten. Vielen Dank an Markus Skywalker Profitlich. Und jetzt Mirko, deine Bühne. 3 Science-Fiction-Filme. Das ist ganz einfach. Mirko, ganz einfach für dich. 15 Sekunden ab jetzt.
Na, der Mädchen. Nach Hause telefonieren. E.T., E.T. Ja! Puppig. Einfach, einfach, einfach. Und Nummer zwei ist etwas schwerer. Ein Film, der dreimal neu gemacht worden ist. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Was soll das denn? Zwergnase im Weltall. drei Wörter im Buchstaben, also im Filmtitel. Und er läuft, er geht, er hat einen Holzfuß, er beißt rein. King Kong und er hat zwei Holzfüße. Die Körperfresser kommen. Donald Sutherland. Donald Sutherland. Der Antrag hat gekommen. Ja. Der Film muss ja dreimal wiederholt. Kann das machen, ja? So was, dann hätte ich. Ja, okay. Film wurde dreimal ein Remake gedreht, weil die Schauspieler immer ausgewechselt werden mussten. Damit sie keine Beine mehr haben. Wurden aufgefressen. Okay, und jetzt noch ein Klassiker, ein internationaler Klassiker. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Dick, dick, groß. Nein. Schwein! Schwein! Ja. Wo? Noch größer Schwein. Achso, Schwein da draußen. Schwein im Weltall. Ja. Toll, meine Damen und Herren, das macht galaktische 2 Punkte für das voll witzig Alien-Team Mirko Nonchef und 2 Punkte für den Komet am Pantomim Markus Maria Profittlich. 2:2 Punkte. Auch heute, meine Damen und Herren, haben wir wieder einige Nachrichten in den Tagesthemen schmerzlich vermisst. Das ist auch kein Wunder, denn die wirklich brisanten Themen, da sind wir uns, glaube ich, einig, die gibt es nur bei Vollwitzig. Bernhard und Elmar, wir zeigen euch jetzt wieder einige erschütternde Bilder, zu denen ihr uns die passenden Meldungen liefern sollt. Bernhard beginnt. Ja, Pech. Nachdem Dieter Bohlen von seinem Rottweiler angegriffen wurde, sieht er Thomas Anders immer ähnlicher. Neue Spielshow mit Frank Elstner. Knabber das. 6 Kandidaten kauen 90 Minuten lang auf ihren Nägeln. Ja. Der Radio- und Fernsehmoderator Elmar Hörig bietet bei Sotheby's seine umfangreiche Privatsammlung zum Verkauf. Ja, Mann. Oh, Sparkurs, ja. Um zu sparen, kauft die Bundeswehr in Zukunft nur noch bei Aldi ein. Hier bezahlt sie für dieses Nachtsichtgerät schlaffe 1,99 Mark. Sport, Sport, ja, Sport. Die Fußballnationalmannschaft hat ein neues Maskottchen. Ja? Komm, damit ich kein Fußball spiele, war das echt. Oh, das ist ja eine Sensation hier, ja? Sensation, japanische Wissenschaftler haben dieses neuartige Gerät entwickelt. Damit kann man endlich durch die Wand gucken. Da musst du auch ein bisschen nachdenken. Du musst doch Fantasie haben, das ist aber. Muss man drauf kommen. Ja. Muss man drauf kommen. Ja. Das war's schon. Ihr seht, ich war so begeistert von euren Einfällen. Das war wirklich fantastisch. Aber vor allen Dingen dieser Einfall mit Elmar Hörigs Sammlung, die versteigert worden ist. Deswegen ein leichter Vorteil für euer Team. Ich gebe 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch. Ich glaube, jetzt kommen wir aber natürlich zum Sport. In unserer Schnellradrunde geht es heute um das runde Leder. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, möglichst viele Fragen zum Thema Fußball zu beantworten. Die erste Halbzeit bestreiten Markus und Bernhard. 30 Sekunden Zeit und Anpfiff. Wer ist der Bomber der Nation? Rudolf Scharping. Ja. Ups. Sekunde, da hat mir jemand was. Ja, hier auf Papier, jetzt hier nicht zusammen. Was ist ein Lattentreffer? Äußerst schmerzhaft. Aha. Was bedeutet die Abkürzung VfL? Freiheit für Lummerland. Super. Wer ist der Angstgegner der deutschen Nationalelf? Der Ball. Was ist Laola? Die Ehefrau von Kurt Felix. Warum wurde Berti Vogts der Terrier genannt? Weil er an jeden Kiosk gepisst hat. Super.
Und Sonderpunkt für falsch umgeblättert. Ich dachte, da ist noch was irgendwie, war aber nichts mehr. Ja. Also, ihr habt fertig und jetzt zur zweiten Halbzeit Mirko und Elmar. Und jetzt geht's los, Schnellradrunde, 30 Sekunden Zeit zum Thema Fußball. Was ist ein Einwurf? Das Gegenteil von Auswurf. Ja. Moment, hier habe ich irgendwas mit meinen Karten. Jetzt geht es. Wann geht man in die Verlängerung? Wenn das Spiel zu kurz ist. Ja. Was ist ein 16-Meter-Raum? Ein 16-Meter-Raum ist die Duschkabine von Markus Maria Profitlich. Welche Nummer hatte Günther Netzer? Welche Nummer hatte Günther Netzer? Die Nummer von Günther Netzer 0237. Ach, ich weiß es nicht mehr. Nein, der meint vorne drauf. Leider, 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 nein. Schade. Das tut mir wahnsinnig traurig, aber yes. Ich vergebe Punkte. Und zwar für das Team Mirko und Elmar. 1, 2, 3 richtig beantwortete Fragen. Da klebt aber noch ein. Da klebt aber ein Punkt dazu. Meinst du, hier klebt noch einer? Nein, okay, war nur ein Witz. Nein, das war. Das ist schon korrekt. Ich glaube, waren so nur zwei. Okay. Einer ist, aber wie ich glaube. Tatsächlich 4 Punkte für euch. Und da musst du nachfragen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen. Und für das Team Bernhard und Markus, meine Damen und Herren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte für euch. Ach, ja. Das ist doch. Aber das war ja. Hör mal. Damit haben wir einen Punktenstand nach dieser Runde von 11 Punkten für euch und 12 für euch. Es ist also noch alles drin. Vorgestern, meine Damen und Herren, wäre Alfred Hitchcock 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund konnte er heute leider nicht persönlich erscheinen. Oh. Deshalb haben wir für Sie das nervenzerreißendste aus den Szenen Hitchcocks, aus seinen größten Filmerfolgen herausgesucht. In unserem Synchronisationsspiel werden unsere Rateteams diesen Szenen nun neues Leben einhauchen. Den Anfang machen Bernhard und Markus mit einem Ausschnitt aus Psycho. Guten Tag. Ja, guten Tag, Moment. Ja, so, was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne ermordet werden. Hey, das trifft sich super. Wir haben gerade Giftwochen. Oder möchten Sie lieber das Erstechen unter der Dusche? Ist das mit den Geigen? Nein, das verstehen Sie völlig falsch. Geigen, das ist Musik. Erstechen, das ist Messer. Oh, ja. Ja, hört sich gut an. Ich glaube, das nehme ich. Aber es muss wie ein Autounfall aussehen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir versenken dann den Wagen im Sumpf. Und warum stehen wir noch hier rum? Ja, ach ja, ich ziehe mir noch schnell die Kleider meiner Mami an. Mhm. Ich komme mit, darf ich zugucken? Bitte, bitte, bitte. Sehen Sie gleich im zweiten Teil unseres Synchronisationsspiels, was Elmar und Mirko zu Vögeln sagen. Außerdem erwartet Sie unser fantastisches Finale. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1 mit mir, hier heute live im Studio, Markus Maria Profitlich und Bernhard Hoeker. Und Mirko Nonchef und Elmar Hörig. Meine Damen und Herren, ihr seht im zweiten Teil unseres Synchronisationsspiels, wir haben einen ganz knappen Punktestand von 12 für das Team Markus und Bernhard und 11 Punkte für euch. Also ihr liegt einen Punkt zurück. Ihr müsst jetzt also alles geben, damit ihr heute gewinnt und damit ihr Punkte mit nach Hause nehmt. Ihr habt jetzt eine Synchronisation, ihr habt den Film ja noch nie gesehen in eurem Leben. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Tja, das ist ein tiefes, intensives Studium und ja. Ich kenne mich aus mit Filmen, mit Vögeln sowieso und solche Sachen. Schätze, also haben wir keine Schwierigkeiten. Was wird hier eigentlich gelabert? Ich will Punkte, Punkte. Es gibt auch Punkte, denn es gibt natürlich einen zweiten Film des Großmeisters der Spannung, Alfred Hitchcock. Es ist natürlich die Vögel. Natürlich wollen wir auch diesen Filmklassiker nicht vorenthalten. Elmar und Mirko, euer Thema. Ja, warte mal. Haut rein, Vögel. Und was kann ich für Sie tun? Na, ich hätte irgendwas mit viel Vögeln, bitte. Was spielt denn da vor? Naja, Schmutzfinken. Schmutzfinken? Ja, oder vielleicht so einen flotten Reiher oder so einen greifen Stropfen. Sie haben doch einen Vogel. Na, da wäre schon nicht bei Ihnen, Sie dumme Schnepfe, Sie, ja?
Bei Ihnen piept's wohl, was? Na hören Sie mal, müssen wir Klartext, ich brauche hier einen Vögelbauer auf der Stelle, nü. Sie haben doch einen am Käfig. Dann machst du doch weiter. Piep von mir aus, gestatten, Ehre, Wiedersehen. Ja, doch dicke Eier, du Arsch. Was soll denn das? Das mache ich nicht. Na, sehen Sie mal, da gehe ich jetzt mal in Wellen, sie dich schütteln. Ja, grüß an die Gattin. Die ganze Zeit dieses Vogelzwitschern gemacht hat. Mirko, mach es nochmal jetzt im Bild für die Leute. Dieses Zwitschern, was wir eben gehört haben. Wie kriege ich da auch ein bisschen... Versuch es. Vogelzwitschern von Mirko Lonchef. Dialekt, besonders gut gemacht von Elmar Hörig. Das ganze Vögelreich abgegrast. Das ist ganz klar. 4 Punkte für euch und 1 Punkt für euch. Und meine Damen und Herren, so kann es gehen bei Vollwitzig. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wir haben einen Endstand von 13 Punkten für Markus und Bernhard und 15 Punkten für Elmar und Mirko. Das, meine Damen und Herren, ist ein glückliches Gewinnerpaar. Und das sind die fairen Verlierer. Das war wieder Vollwitzig. Ich bedanke mich bei meinem Rateteam, sage tschüss bis nächste Woche und denken Sie daran. Die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Danke, tschüss.